So, hallo zusammen. Also, weil ich schon des Öfteren jetzt gesehen habe auf dem Discord-Server, dass einige von euch Schwierigkeiten beim Löten haben und da schon der ein oder andere Flight Controller oder ESC dran glauben musste, dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Tutorial zum Thema Löten. Dass man gar nicht viel braucht, um eine schöne glänzende Lötstelle hinzukriegen, wie zum Beispiel sowas. Ich zeige es auch gleich nochmal alles in der Nahaufnahme, wenn ich löte. Hier jetzt erstmal im Überblick, was ich benutze, womit ich sehr gute Ergebnisse erziele und dass man keine Weller oder Ersatzstation um 150 oder 200 Euro braucht, um schöne glänzende Lötstellen zu kriegen. Also, ich nutze hier eine ganz einfache, früher mal McVoice, heute heißt die Editronic, die gibt es auf eBay, auf Amazon um die 47 Euro, die hat 48 Watt, aber bis 450 Grad, die nutze ich schon seit das sind jetzt schon fast 10 Jahre. Letztes Jahr ist mir die erste kaputt gegangen, habe aber auf Kleinanzeigen mal so eine Löschstation in sehr neuwertigen Zustand gefunden für 30 Euro. Die habe ich mir gleich bestellt und nutze die jetzt wieder. Also die erste hat, wie gesagt, fast 10 Jahre gehalten. Einzige Lötspitze, die ich nutze, das ist so eine Standardspitze. Wie gesagt, ich zeige alles noch in der Nahaufnahme. Mit der löte ich alles, also von kleinen IOs, diese Mini-Lötstellen, über PDBs, über ESC, sogar AS150, also 7,5 mm Goldkontaktstecker. Mit der Spitze löte ich alles. Ich wechsle nie die Spitze. Ich komme damit sehr gut zurecht. Dann nutze ich, ganz wichtig, das würde ich euch auch empfehlen, einen Lötzinn mit Silberblei, also auf jeden Fall mit Bleianteil, Kennung SN60PB40. Braucht so unbedingt, meiner Meinung nach, das billige Lötzinn, wo irgendwo dabei ist, bei diesen China-Lötstationen wegschmeißen, kann man meiner Meinung nach nichts mit anfangen, da kriegt ihr keine schöne Lötstelle damit hin. Wichtig auch, finde ich, so einen nassen Schwamm, so einen Lötschwamm, damit kann man die Lötspitze sauber machen, oder so eine Stahlwolle, kann man auch grobe Verschmutzungen wegmachen, nur nicht mit dem Schleifpapier an die Spitze gehen, das zerstört die Legierung. Eine Entlötpumpe finde ich sehr sinnvoll. Fluxstift, das ist aber eigentlich nichts anderes wie Isopropanol. Das könnt ihr auch mit einem ganz einfachen Isopropanol, 99,9% Pinsel. Ich zeige euch das alles nachher, wie man das macht. Dann fließt es schöner. Gibt es auch sinnvoll, aber kein Muss, ist so eine Entlötlitze. Das ist einfach nur so ein Kupferband, so ein Kupfergeflecht. Damit kann man Lötzinn von einer Lötstelle entfernen, ohne dass man da rumkratzen muss oder so, um die Lötstelle wieder sauber zu machen. Also das nutze ich auch häufig. Wenn man dann so braune Flecken hat vom Lötfett, dann nehme ich einfach nur einen Pinsel oder eben Isopropanol oder so einen Fluxstift hier, fahre über dieses Lötfett drüber, nehme ein normales blaues Tuch, wisch das ab und dann ist die Lötstelle schön sauber und das sieht dann einfach schnieke aus. Lötfett kann man nutzen. Nutze ich beim FC-Löten selten, eher dann bei so dicken Kabel, dass einfach das Lötsinn besser fließt. Ja, kann man machen, hilft, schadet auf jeden Fall nicht, ist halt dann ein bisschen klebrig und man muss halt den FC oder die Platine dann ein bisschen sauber machen mit ISO, dass das Lötfett einfach weg ist und nicht mehr so pappt. Ja, ansonsten nichts Besonderes, also was ich als Pflichtwerkzeug empfinde, ist auf jeden Fall das Lötsinn mit Bleianteil, so ein Lötschwamm und vielleicht so eine Entlötpumpe und so ein Fluxstift, die finde ich schon sehr, 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 sehr sinnvoll. Gerade bei so Lötstellen, wenn ich da neu was löte, dann fahre ich da einmal drüber, dann ist das so befeuchtet und dann fließt das einfach besser und es haftet besser. Also das hilft euch enorm, dass ihr da einfach auch nur kurz dran gehen müsst. Ja, vom Überblick glaube ich alles, was ich jetzt hier habe, diese dritte Hand oder so eine Löthand mit so Klemmen, ist ganz hilfreich. Manchmal nehme ich auch einfach nur einen ganz normalen Schraubstock und spanne das Zeug dann so ein und löte damit. Gerade bei so XT60 Steckern mache ich das gerne mit dem Schraubstock, weil das einfach ein Gewicht ist, dass mir das nicht verrutscht und ich kann dann mit der Lötspitze schön dran arbeiten. Und ich habe mir so eine Absauganlage gebaut mit einem starken 10 Watt Lüfter und so einem Filter drin, dass mir einfach diese Lötdämpfe abgesaugt werden und ich das nicht im Gesicht habe. Lasse ich jetzt beim Löten aus, weil der ist nicht extrem leise, der macht schon Geräusch und dann muss ich so laut sprechen, deswegen lasse ich den jetzt aus, aber ansonsten benutze ich den. Genau, ich stelle jetzt die Kamera neu ein und dann denke ich, fange ich mal an, einfach mal
an so einem alten IO-Board, so ein Stromverteiler-Board, einfach mal zu zeigen, wie ich da vorgehe, um eine schöne glänzende Lötstelle zu kriegen. Ich mache das jetzt mit so einem normalen Motorkabel, das ist glaube ich ein ABG20, ne, das ist ein ABG18, also dürfte ein normales Motorkabel sein. Habe auch noch ganz dünne Kabel, das richte ich mir auch gleich noch her und dann zeige ich an so einem IO-Board so eine Mini-Lötstelle. Wie gesagt, auch alles mit der ganz normalen Spitze. Also, Kameraeinstellung auf Nahaufnahme gestellt und ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht das PDB zu nehmen, weil das hat keinen Kühlkörper und keine ESCs. Und bei so einem SpeedyB-Stack zum Beispiel oder SpeedyB-ESC, was wahrscheinlich die meisten von euch oder sehr viele haben, ist die Masse der Minuspol mit dem Kühlkörper verbunden. Das spricht die Wärme, wenn ihr hier anfangt zu löten, wird über diesen Kühlkörper abgeleitet, was das Löten an dem Minus erschwert. Deswegen sehen auch die Lötstellen auf dem Minuspol ja nicht so schön aus, weil einfach die Hitze fehlt. Lötkolben habe ich eingestellt, man sieht es jetzt glaube ich nicht. Nein, man sieht es nicht. Ich habe den eingestellt auf volle 450 Grad. Nehme da meinen Lötzinn, das ganz normale Silberblei. Mein Fluxstift macht die Lötstelle etwas, man muss da ein bisschen drücken wie mit einem Edding, das ist genau derselbe Stift. Macht das ein bisschen feucht, dann gehe ich mit meinem Lötzinn dran, mache die Spitze, mache etwas Lötzinn an die Spitze dran, heiz den Lötpunkt auf. Da muss man keine Angst haben, wenn man da mal 10 Sekunden dran bleibt, das tut dem nichts, dem ESC. Und schiebt da richtig ordentlich Lötzinn rein, so, zack, und schon glänzt. Somit ist das vorverzinnt. Das gleiche mache ich jetzt noch mit dem Minus, mit dem Plus. Hau da richtig schön einen schönen Tropfen Lötzinn dran. Fertig, vorbereitet. Dann die Spitze im Schwamm. Ich hoffe, man sieht es. Ich ziehe es mal näher her. Ja, nicht ganz. Ich mache die hier einfach so ein bisschen sauber und streife das überflüssige Lötzinn ab. So. Dann nehme ich mein XT60-Kabel, so ein ganz normales Standardkabel, was bei so einem ESC dabei ist. Isoliere das ab, drehe ganz leicht, nicht fest, diese feinen Drähtchen ein bisschen zusammen, dass die nicht abstehen. Klemme das in meine Löthilfe ein und dann kann man mit dieser Fluxpaste, ich mache das jetzt einmal mit und einmal ohne, drehe das nochmal für euch ein bisschen so hin, dann kann man das so ein bisschen einstreichen, da reicht schon ganz wenig. Mach einen Tropfen Lötzinn an die Spitze. So, dann wird das fett heiß und verzinne meine Spitze. Wichtig hier nicht zu viel und nicht zu lang, weil das flüssige Lötzinn fließt euch ins Kabel rein und das Kabel oder der Draht, ja, der wird in dem ersten anderthalb oder ein Zentimeter wird er sehr hart, weil da Lötzinn dran ist und dann könnt ihr das nicht mehr schön flexibel im Frame hin und her biegen. Das heißt, kurz verzinnen, fertig. Dann das Kabel, mach die Lötspitze kurz sauber, mach einen frischen Tropfen dran von meinem Lötzinn, heiz diesen Lötpad auch etwas auf, damit das Kabel drauf, dann die Lötspitze auf das Kabel, warte bis sich die Hitze verteilt, lass es kurz abkühlen. Das Lötzinn hat sich jetzt verbunden und jetzt gehe ich her und mache einfach nur mal ein bisschen frisches Lötzinn oben drauf. So, Lötzinn leitet auch Wärme und damit kriegt ihr dann so, wenn ihr da richtig schön kurz, und da muss man gar nicht eine Minute oder zwei, das reicht schon. Fertig, die Lötstelle ist fertig, die ist perfekt. Die glänzt, die ist fest, das Kabel ist bis vorne dran flexibel, also perfekt. Beim Pluspol zeige ich das Ganze jetzt noch ohne Lötfett, dass das auch das Verzinnen vom Kabel ohne Lötfett funktioniert. Also ich gehe her, Lötfett an die Spitze, halte es drauf, Wärme geht nach oben weg, das heißt die Lötspitze und das Kabel, Lötzinn dran, fertig. Kabel nehmen, an das Lötpad dran vom Pluspol, heizt den Lötpad etwas auf, drückt das Kabel drauf, frisches Lötzinn oben drauf, damit es eine schöne Blase gibt. Da noch mal ein bisschen was dazu und fertig. Das war's. XT60 Kabel angelötet, glänzt,
Das ist gut. Jetzt kann man zum Beispiel noch ein dünnes Kabel für den Kondensator dran. Oder man steckt den Kondensator vorher in die Löcher rein. Das ist egal. Das funktioniert alles ganz genauso. So, ich habe mal kurz umgebaut, um zu zeigen, dass es auch ohne Schraubstock geht. Ich löte jetzt mal ein Motorkabel an. Das ist genau dasselbe Prozedere. Ich isoliere das Kabel etwas ab. Spann mir das ein. Verzinne es kurz. So, diesen Rauch würde ich jetzt normalerweise mit meiner Absauganlage wegsaugen, durch den Filter durch. Und ja, dass ich das halt nicht im Gesicht habe. Dann mein Fluxstift dran. Diese Lötpads einmal nass machen. Spitze reinigen. Dass dieses verbrannte, verkrustete Lötzinn weg ist. Einmal kurz auf das Pad. Wusch, wusch. So, verzinnt, fertig. Dann schaue ich mir das Kabel an, wie lang das ist, dass es mir nicht zu lange ist. Also ich will da nicht so einen halben Zentimeter haben. Das reicht, wenn es so, weiß nicht, was sind das, 4 mm vielleicht. Ja, 3,5, 4 mm. Das reicht vollkommen von der Länge. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu drehen. Spitze vom Kabel, Lötkolben, Kabel auf dieses Lötpad drauf, Lötkolben draufhalten. Jetzt bin ich verrutscht. So, und fertig. Das war's schon. Dann kann man noch ein bisschen frisches Lot oben drauf, wenn es zu wenig war. Das war jetzt ein bisschen zu wenig an meinem Lötpad hier. Ich mache nochmal was dazu. Dann mache ich das nochmal neu. So. Fertig. Das passt. Genau. Also ihr habt es gesehen, beim XC60 muss man gar nicht lange rumbrutzeln. Auch mit einem 48 Watt Lötkolben und der ganz normalen Spitze, so sieht er aus, kann man das machen. Es glänzt und es hält. Und es ist auf jeden Fall keine kalte Lötstelle, sondern eine, die euch hält, die funktioniert und die vor allem wenig Lötzinn verbraucht und hier zwischendrin keine Lötbrücke hat. Also dass ihr hier keine Tropfen habt, die euch Plus und Minus verbinden, das wäre schlecht. Dann baue ich nochmal um, wechsle auf dieses kleine IO-Board. Zeug euch mal kurz mit dieser Entlötlitze, dass ihr das auch mal gesehen habt, wie man solche alten Lötstellen sauber macht, wenn man die mal neu verlöten will. Und dann löten wir hier ein dünnes Kabel an. Das kommt dann als nächstes. Also, wir hatten XC60 Kabel, wir hatten Motorkabel. Was kommt jetzt? Jetzt kommen diese kleinen Kabel auf den FCs. Kleiner Tipp, bei diesen fertigen Kabeln mit Stecker, wenn diese Enden vorverzinnt sind, dann würde ich empfehlen, schneidet das vorverzinnte Stück ab und verzinnt euch das mit eurem eigenen Lötzinn nochmal neu. Grund, dieses Industrielötzinn, das ist ein Lötzinn, also diese Kabelenden werden im Tauchverfahren vorverzinnt. Das bedeutet, es ist eine andere Temperatur, ein bisschen eine andere Zusammensetzung. Und wenn ihr da mit diesem anderen Lötzinn von euch dran geht und das vermischt, dann, ja, das wird einfach nicht schön und das halt hält nicht so gut. Das heißt, ich schneide die immer ab, ich nehme nie diese vorverzinnten Spitzen. Habe mir das jetzt abgeschnitten, habe mir das abisoliert. Ganz normal wieder mit meinem normalen Lötkolben. Ich nehme für so kleine Kabel einfach ein dünneres Lötzinn in der Regel. Das hat 0,5 mm oder ich kann es gar nicht mehr lesen, 0,8 oder 0,5. Ist schon weg und das andere hat 1 mm. Also einfach ein dünneres. Ich lasse es jetzt weg, um zu zeigen, dass es mit dem Standard 1 mm Lötzinn auch geht. Aber man tut sich leichter, wenn man auch ein dünnes Lötzinn nimmt. Also ganz normal, dieselbe Spitze, wie ihr seht. Ich habe die Spitze nicht gewechselt, mache die kurz sauber. Frisches Lötzinn an die Spitze dran. Dann gehe ich ans Kabel. Wichtig, das Kabel muss warm sein, damit Lötzinn hält. Also kurz dran, zack, Tropfen, fertig, verzinnt. Spitze wieder sauber machen. Kabel weg. Und mal verschoben, gucken, ob es noch scharf ist. Ja, passt. Also. Dann habe ich hier meine Lötpads. Wie ihr seht, sind die sehr, sehr klein. Ist aber gar kein Problem. Ich mache das wieder nass mit meinem Flugstift. Hier mit meinem Lötzinn dran und meiner Spitze. Mache wieder einmal nass. Mache einmal Lötzinn dran. Setze einen Punkt auf dieses Pad. So, da reichen 2-3 Sekunden. Fertig. Kabel nehmen. Ich muss ein bisschen drehen, dass ihr es seht.
Und wenn man da nicht zittert, dann geht's so. Ansonsten, ja, den Kaffee weglassen morgens, dann geht's auch besser. Dran, fertig. Fertig ist die Spitze. Ja, die Lötstelle. So, und sie glänzt. Das ist das Wichtige. Das wollen wir alle haben, dass eine Lötstelle glänzt. Genau, ich kann es jetzt auch nochmal zeigen, dass man sieht, dass das kein Glücksfall war. Abschneiden, abisolieren. Lötzinn dran. Wenn mir das dieses vorverzinnte Stück jetzt zu lang ist, dann schneide ich da einfach ab. Da reichen 2 mm an Kabel. Das muss gar nicht lang sein. Wir wollen da nicht blanke Drähte überall haben. Dass die Isolierung soll bis zur Lötstelle gehen. Einmal dran, fertig. Ja, man hat in der Schule gelernt, man soll solche Lötstellen mit 380 Grad löten oder 400 Grad. Ich bin aber ein Freund davon, alles mit Full Power zu löten und dann einfach nur kurz. Weil einfach das Lötpad und das Lötzinn viel schneller die Wärme kriegt, die es braucht, um schön flüssig zu werden und damit es glänzt. Und eine Lötstelle, die nicht glänzt, sondern so matt ist und so trocken aussieht, das ist, ja, kann brechen. Dann war das Lötzinn nicht zu warm oder es war kein Flussmittel dran oder Flussfett. Da ist in diesem Lötzinn ist ein Hohlkern, da ist ein Flussfett drin bei einem guten Lötzinn. Und wie gesagt, ich bin einfach ein Freund mit Full Power 450 Grad. Man reicht auch kurz und da lötet man sich keine Bauteile ab. Man zerstört nichts am FC oder ESC, auch nicht bei so kleinen Pads. Also das ist gar kein Problem mit 450 Grad, wenn man da nicht so lange drauf rumbrutzelt. Als nächstes wollte ich aber noch zeigen, wie man mit dieser Entlötlitze hier solche Lötstellen sauber macht. Da war jetzt schon mal was dran, da habe ich schon mal was sauber gemacht mit. Ich zwick mir das ab, dass es clean ist. Mache meine Lötspitze sauber, dass ich keinen Lötzinn von der Spitze in dieses Geflecht reinbringe, sondern ich will ja das Geflecht vom Pad in diese Lötlitze reinziehen. Halte ich das dran, Spitze drauf, das braucht natürlich ein bisschen, bis das warm ist. Kupfer leitet ja Wärme sehr gut. So. Das ist eine sehr blöde Lötstelle, weil die so eine Vertiefung hat, da habe ich kaum Fläche zum Drangehen, aber es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es diese Entlötpumpe. Lötpunkt heiß machen, einsaugen, dann fällt das alte hier raus und das kann man dann auch zweimal machen. So, und dann hat man das eigentlich ganz weg, kriegt man es nicht, das kriegt man nie ganz weg, aber man hat das komplett überflüssige Lötzinn entfernt. Ich zeige das jetzt hier mal bei einer anderen Lötstelle nochmal. Ich nehme dafür aber auch eine etwas kleinere Lötstelle. So, mach da einfach mal Lötzinn dran. Nehme wieder meine Entlötlitze. Halte die da drauf, lass es warm werden. Man sieht dann, dass es langsam silberglänzend wird und fertig. Und dann ist das Lötzinn entfernt. Also bei solchen Lötstellen, wie man auf normalen FCs und ESCs hat, funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Weil so klein mit so einer Vertiefung, die gerade mal 2 oder 3 mm breit sind, ja, ist schwierig, aber es geht. Und wie gesagt, ansonsten mit einer Entlötpumpe kann ich auch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, was hat man sonst? Ich glaube, da haben wir eigentlich das meiste jetzt durch. Ich denke, damit ist alles erklärt. Die ganzen Tools, Lötzinn, Fluxpaste, Fluxstift, diese Entlötpumpe, diesen Schwamm. Und wenn ich finde, die Lötstation, die packe ich mal noch irgendwie in die Beschreibung vom Video mit rein. Ja, dann solltet ihr auf jeden Fall ausgerüstet sein. Vielleicht noch diese dritte Hand. Ein kleiner Tipp noch am Schluss, wenn ihr fertig seid mit Löten, macht eure Spitze hier schön sauber in diesem Schwamm. Und da gibt es so ein Lötzinn, so eine Legierungsmischung. Ich suche das auch raus, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Und dann gehe ich her, damit das nicht korrodiert, damit die Spitze nicht korrodiert und so schwarz wird, muss man die einmal wieder kurz frisch eintauchen und verzinnen. Und dann ist die geschützt, die glänzt jetzt wieder schön und dann ist die Spitze geschützt. Und ihr könnt beim nächsten Mal direkt loslegen und habt da keine verklebte oder korrodierte oder, ja, abgegammelte Spitze. Jo, ich denke, das war's. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Löten und üben, 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 das wird's.